Moin meine Leute und herzlich willkommen hier auf dem Kanal Antiserum und diesmal zu einer Servervorstellung hier auf dem Oldschool-Server Adrium 2. Adrium 2 wird diesen Samstag um 18 Uhr den Serverstart haben. Ist ein Oldschool-Server mit dem Maximallevel 99 und in dem Fall auch angepasst die Rüstung und Waffen bis Maximalstufe 90 möglich. Ja, ich würde sagen, fangen einfach mal an und schauen uns die Shops an, die es hier so gibt, beziehungsweise die Waffenhändler und Rüstungshändler. Hier sieht man schon mal, dass man Rex und VMS auf jeden Fall farmen muss und nicht im Shop kaufen kann. Allerdings sind die hier auch schon alle plus 9, was ziemlich nice ist, wie ich finde. Und hier die ganzen Pfeile für Ninjas. Schauen wir uns nochmal den Schmuck und den Rüstungshändler an. Reichsterplan plus 7. Ist das, ja, die Nuller-Rüstung plus 9 und ansonsten plus 6 bzw. plus 7. Aber ich glaube, das Atmen dürfte jetzt nicht so das Problem sein. Schmuckhändler nochmal anschauen mit Rundschildern. 7, 9 plus 9. Ja, standardgemäß. Ja, denke ich mal, kann man mit Muscheln atmen, die man farmt. Das dürfte kein Problem sein. Ansonsten habe ich gesehen, können wir mal einmal, da vorne ist ein Miet hinhauen. Wir haben ja schon mal die Schlachtlöwen, die ich euch gleich auch nochmal im Einzelnen zeigen werde. Da kann man ja mal eben schauen, was wir hier so rausbekommen. Ich hoffe, wir kriegen den down. Ich habe jetzt keine Bonus etc. drauf. Ja, hier. Wie gesagt, Elite-PvP-Vorstellung bzw. Link zum Forum und zum zur Homepage stelle ich auf jeden Fall in die Beschreibung. Am Ende des Videos werde ich auch noch eine Verlosung von 3x10 Euro Coins vornehmen. Werde ich aber am Ende nochmal drauf zurückkommen. Jetzt werden wir einmal kurz... Ah, guck mal, das Leveln geht schon mal recht fix. Also ein Mädchen der Schlacht und wir sind auf jeden Fall schon mal Stufe 5. Also für die Job, das werden wir für die Job. Archiv sind abgeschlossen. Ah, das ist schon mal gut. Du hast ein Mädchen der Schlacht zerstört. Sprich Uriel an. Ja, das haben wir, steht auch in der Beschreibung. Es wird auf jeden Fall verschiedene Quests geben, die zu machen sind. Und da habe ich eben schon gesehen, gibt es das Archivement-System. Werden wir uns aber gleich mal angucken. Ansonsten haben wir hier an der Seite standardgemäß den Switch-Bot, das Bonus-Board mit PvM, anderer und PvP-Boni, den Equipment-Changer mit maximal 4 Equipments, ja, den Channel-Zahl zwischen 4 Channels möglich, Anti-XP-Ring, Young-Anzeige und Ausblenden, was ich immer ziemlich nice, vor allem beim Farmen finde. Das Gildenlager, gut, das können wir jetzt nicht öffnen, weil, klar, weil wir keine Gilde sind. Und Change Language zwischen Rumänisch, Spanisch, Deutsch, Italienisch und Englisch. Und Wiki, okay, das habe ich auch nicht. Das ist natürlich ziemlich nice. Nochmal erklärt das einzelne Absystem und die Ones und Quests, das ist natürlich ziemlich cool. Und Achievements, die wir uns jetzt auch mal eben angucken werden. Hier zum Beispiel, ja gut, Level erreiche, Level 5, 10. Erreiche Level, ja, das haben wir gerade gemacht. Ziemlich nice. Achievement Shop, ah, da können wir dann 10 Achievement Points, können wir uns zum Beispiel jetzt mit 50 Achievement Points eine Exo kaufen. Ist auf jeden Fall cool ausgedacht. Ziemlich nice. Herrscherband etc. Jo. Würde ich auch mal sagen, schauen wir uns mal den Item Shop an, was der so zu bieten hat. Ist auf jeden Fall DE-like. Fangen wir mal oben an mit den neuen Items. So ein bisschen mit Warp-Rings, Ring der Freude und Halbmondring. Stelle ich aber gleich im Einzelnen nochmal einmal vor. Veredelung, blauen Perlen und magischen Stein. Und zum magischen Stein kann man nochmal sagen, der ist herstellbar mit 20 magischen Eisenerz und 10 Segis. Kann man jeweils einen magischen Stein erstellen. So, Schulterband, 250 DR. Haustiere, kleine Spinne, kleine Affe. Dann die ganzen Reittiere. Ringe, ja gut, da hatten wir eben schon. Kostüme. Bostronen, Biologen-Items, Juwelen mit uns, Sondereizen wie Warpring Premium, diese reportet und in den SSA, okay.
Elixier der Forschung verzaubern. Was haben wir hier noch? Flammenkönigtruhe, der R-Gutscheine und der Wutshop. So, und jetzt stelle ich mal im Einzelnen die einzelnen Sachen vor. Also hier haben wir zum Beispiel den Panzerpanda. Bringt euch 250 Verteidigung, hält jeweils 15 Tage. Der sieht so aus. Dann haben wir, achso, jupp. Dann haben wir den Kriegskeiler, der 250 Angriff bringt. Den Schlachtlöwen, der 20% gegen Monster erbringt. Ist auch ziemlich nice aus. Den weißen Löwen, der stark gegen Monster 15% bringt und 10% Crit. Sturmtiger mit 30% Erfahrung. Und dann kommen wir auch schon zu den Pets. Da fangen wir an mit dem Baby Astrael Gold. Der bringt CP und Monster. Wo ich glaube, die ganzen Pets bringen die ganzen selben Bonis. Außer die kleine Spinne. Die bringt Stucky Monster 10, 10 Crit und 100 Def. Dann haben wir noch den Frostrufus, der ziemlich nice aussieht. Ich glaube, den werde ich mir auch beim Server statt holen. Denn wir werden auf jeden Fall dabei sein. Was haben wir hier noch? So, dann haben wir eben Switcher aus den Tun Stein gegen den ja plus 4. Okay, zu den Steinen kann ich noch sagen, Steine sind bis auf plus 5 abbar. Dafür bekommt man von manchen Monstern Veredelungsringe. Ich weiß gar nicht, ob man jetzt zum Beispiel einfach mal bei Seong Peong das zeigen kann. Es gibt drei verschiedene Veredelungsringe. Einmal für Rüstung, die Steine, und für Waffen, beziehungsweise für Verteidigung, Angriff und noch was anderes. Ist mir gerade eigentlich entfallen. Ansonsten schauen wir mal eben. Ja, hier bräuchten wir zum Beispiel einen silbernen Veredelungsring und dann würden wir nochmal, würde das Ganze von 25% auf 30% gesteigert werden. Ja, das haben wir jetzt gemacht. Was kann man jetzt nochmal einmal anschauen? Ansonsten kann man ja nochmal einmal die Maps Warpring. Standard gewesen mit Affendungeon, Standard Maps, Orktal, Wüste, Eisland, Dämonenturm, Land der Riesen, Geisterwald. Ja, was ich noch nicht erwähnt habe, ist das Offline-Shop-System. Und zwar gibt es hier die Möglichkeit, einen Offline-Shop bis zu 48 Stunden einzurichten. Das heißt, ihr klickt ganz einfach auf Offline-Shop und dann könnt ihr euren Shop öffnen und dann jeweils anklicken, ob der 48 Stunden online sein soll oder nur vielleicht 12 Stunden oder 6. Und ihr habt dann die Möglichkeit noch zwischenzeitlich auch die Zeit zu ändern von 6 auf 48 Stunden, was ziemlich, ziemlich cool ist, wie ich finde. Spart einem auch dass man die Zeit quasi, dass man einfach die ganze Zeit online sein muss. Ist auf jeden Fall eine coole Sache. Und ansonsten kann ich hier nochmal einmal die Kostüme zeigen, die es hier gibt. Und zwar wegen die Kostüme auch nochmal jeweils für 15 Tage TP, stark gegen Monster und Drop-Chance von Gegenständen. Und gut, das ist auch. Und den Astra-Helm, der bringt auch nochmal TP und stark gegen Monster. Das erleichtert das Farm auf jeden Fall schon mal deutlich. Und damit würde ich sagen, war es das auch schon von dieser Server-Vorstellung. Insgesamt verlose ich jetzt 3x 10 Euro Coins. Was ihr dafür machen muss, ist einfach meinen Channel abonnieren, ein Like da lassen und in die Kommentare schreiben, Hashtag ich will gewinnen. Damit seid ihr automatisch im Losungsverfahren drinne. Und spätestens am Samstag werde ich auf jeden Fall die glücklichen drei Gewinner bekannt geben, die dann auch schnellstmöglich ihre Coins bekommen werden. Ja, damit sage ich viel Erfolg auf jeden Fall dem Server. Wir sind auf jeden Fall am Start und man sieht sich. Bis dahin, ciao!